Hi, servus und hallo, ich möchte euch mal wieder begrüßen bei Mein Kleiner Garten. Ich meine, es gab schon längere Zeit keine Videos mehr, ich glaube fast ein halbes Jahr mehr oder sowas. Aber naja, viel zu tun gehabt, keine Zeit und sehe auch aus wie König Drosselbart oder so, aber scheißegal. Ich wollte euch mal zeigen, was ich jetzt dieses Jahr schon alles im Garten gemacht habe. Ich habe auch ein paar neue Experimente dabei, mal was Neues ausprobieren und dann schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ich würde mich auf ein Abo freuen und schalte die Glocke an. Also bis gleich. Schaut mal, wie es ausschaut. So, als erstes sollte ich euch mal, ja, das sollten eigentlich Radieschen werden und Rettich. Aber keine Ahnung, irgendwas ist da drin, wo mir das Zeug wegfrisst. Ah, ich glaube, ich habe den Übeltäter gerade gefunden. Na, die Drecksäcke da. Guckt euch an. Die Drecksäcke. Na, warte. Alles klar, wissen wir Bescheid. Rettich und Radieschen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht können wir es noch retten. Hier wäre ein weiteres Beet. Radis. Die sind jetzt langsam am Kommen. Schauen wir mal, wie sie sich entwickeln. So, teilweise sieht man ein paar kleine rausgucken. Gucken wir mal, was das noch wird. Ja, es läuft. So, hier befinden wir uns bei meiner Eisbergsalate. Jeweils zwei Stück pro Schneckenring. Schauen wir mal, wie sie sich entwickeln. Dann geht es weiter. Ich hatte ja letztes Jahr so einen schönen Weißkohl. Und habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder gemacht. Und dann ein paar schöne Weißkühlchen neu. Schauen wir mal. Wird sicher was werden. Dann haben wir hier rote Kohlrabi. Mal schauen. Letztes Jahr war es nichts mit Kohlrabi. Das ist irgendwie misslungen. Aber ich hoffe, dass dieses Jahr was wird. Es wird schon was werden. Dann hier eine Gurke, die Gurke Tanja, sehr schön, in Anlehnung an meine Frau. Passt ja auch, das wird bestimmt eine leckere Gurke. Wenn sie so lecker ist wie meine Frau, dann passt es. Super. So, jetzt gehen wir mal rüber zum nächsten. Hier schon Zucchini, einmal, zweimal. Ich freue mich drauf, wenn es soweit ist. So, und jetzt mein erstes Experiment, Erdnuss. Zwei Pflänzchen Erdnuss, wollte ich schon immer mal machen. Jetzt habe ich welche bekommen. Schauen wir mal, wie die werden. Und hier, wo man jetzt noch nichts sieht, sind drei Reihe Topinambur. Ja, bin ich mal gespannt drauf, was das wird. Können wir ein schönes Püree machen alles. Schauen wir mal. So, kommen wir zu meinem nächsten Versuchsobjekt. Eine Wassermelone. Ich habe sie mal vorsichtshalber in den Schneckenring reingesetzt. Mal schauen, die steht hier schön sonnig, kriegt viel Wärme und Zeug ab und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, es funktioniert und ich berichte euch weiter, wie es ausgeht. Genau, alles klar, gleich geht's weiter. So, und wenn wir jetzt hier mal drunter gucken, seht ihr schon, Kartoffeln. Kartoffeln, wie sie schon stehen, die habe ich im, wann war's? Anfang März habe ich die schon gesteckt und die kommen ganz gut. Es könnte sein, dass vielleicht ein bisschen zu früh war, aber könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen in den Kommentaren. Ja, nein, vielleicht war es okay, war es nicht okay. Aber schauen wir mal. Aber bis jetzt kommen sie ganz gut, sieht schön aus, gefällt mir. Schauen wir mal, was am Ende bei der Ernte rauskommt. Alles klar. Wie ihr sehen könnt, ist dort mein Vogelhäuschen. Da befinden sich dieses Jahr Blaumeisenjunge. Die Eltern sind ganz fleißig, die fliegen rein und raus und schauen, dass die kleinen Fresschen haben. Aber ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Eben war noch einer da, aber wird gleich bestimmt noch mal einer kommen. Schauen wir mal. Aber da geht es runter drin. Richtige Party in dem Pegelhäuschen. Ne? Also, dann sehen wir mal weiter. Na, kommt hier so eine? Oder kommt keine? Man hört sie fiepsen, aber will gerade keiner kommen. Alles klar. Also, wir hören uns. Haben wir die Suppe? So, das war mal wieder ein aktuelles Video aus Mein Kleiner Garten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe ich sehr. Wenn nicht, gebt mir Kommentare, was man machen kann oder
was vielleicht jetzt falsch gelaufen ist oder keine Ahnung. Lasst ein Abo da, macht einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich wieder einschaltet und mich weiterempfehlt und alles. Und wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wie alles weiter wächst und gedeiht und vielleicht noch schöner wird. Schauen wir mal. Ach ja, PS, die Elisabeth, die Banane, ist eingegangen. Aber diese Stunde ist immer, muss man damit rechnen. Passiert. Ist nicht schlimm. Als weiter. Wie heißt es? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Aller dann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Mein Kleiner Garten und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo da lassen, Glocke einschalten und dann alles top. Kommentare, passt. Wiedersehen, bis demnächst. Ciao.